für uns natürlich auch etwas, was wir mit geschwellter Brust in Salzburg zeigen werden. Ja. Weil wir sind in der Nähe von Salzburg. Ja, in der Ramsau. Also bei diesem Bild haben wir es wirklich mit dem größten österreichischen Landschaftsmaler des Biedermeier zu tun, nämlich Ferdinand Georg Waldmüller. Dargestellt ist eine Partie aus der Ramsau, im Hintergrund der Hohe Göll und das Hohe Brett. Und wir befinden uns im Jahr 1836. Er hat es nämlich dankenswerterweise signiert, ja, und datiert. Ja. Und da muss man jetzt schon genau hinschauen, ja, und eigentlich fast mit einer Lupe zu Werke gehen, weil es ist eine dieser wunderbaren, ganz kleinen Signaturen, ganz fein. Und vielleicht ist es sogar ein bisschen schwierig für die Kamera, das aufzunehmen oder hinzubekommen. Aber hier rechts unten steht Waldmüller 1836. Kleiner geht's gar nicht. Kleiner geht's gar nicht. Aber in dieser Einstellung sieht man auch sehr schön, und wir haben vorher darüber gesprochen, diesen Rand. Typischer, ja, Rand. Du hast eine Theorie? Ja, ja. Es gibt ja bei dieser Art von Feinmalerei, muss man mit dem Distanzstab, der ein Kugel vorne hat, den muss man auflegen. Wahrscheinlich ist es das. Vielleicht wollte er auch sparen, was Farbe ist, weil das gehört in den Rahmenfalz hinein. Was es insgesamt ist, es ist eine dieser unglaublichen frühen Landschaften, die versuchen, jetzt die wirkliche Wirklichkeit, das ist dieses immer wieder zitierte Wort von Adalbert Stifter, darzustellen. Hier geht es um die Absicht, die Welt, wie sie ist, wiederzugeben. Okay. Und das gelingt in dieser Zeit kaum einem so gut wie ihm. Ja. Wie ihm. Er ist da natürlich nicht nur, hat er Anklang gefunden, hat sich Probleme später eingehandelt. Dann. Ja, ja, Aber ich denke da vor allem in Anbetracht dieser Schafherde, die da des Weges kommt, an ein spätes Bild von ihm, die Ziegen in München. In München. Ja. Ein ganz wunderbares Bild. Könntest du dir vorstellen, dass er da so Versatzstücke dann immer wieder verwendet? Oder? Also ich glaube, der gleiche gemeinsame Nenner ist einfach die Natur, die Tierwelt, die Menschenwelt, auch Architektur und was immer man sieht im Sonnenlicht oder im Licht. Ja, das ist der gemeinsame Nenner. Was auch hier fasziniert, ist dieses weiche, warme, sommerliche Licht, das da unterschiedlich reagiert auf die unterschiedlichen, im Baumschlag, in der offenen Wiese, auf den Dächern, dort, wo sie voll drauf scheint oder wo nur halb scheint. Das sind Dinge, die bis zu diesem Zeitpunkt, auf die keine Rücksicht genommen worden ist in der Landschaftsmalerei. Das war eine neue Form, ja, der Landschaftsmalerei, maßgeblich. Das Bild hat jetzt einige Jahre oder die letzten 30 Jahre zumindest, das wissen wir, in Salzburg verbracht. Wir bringen es wieder zurück, ja, nach Salzburg. Auf die Messe nach Salzburg. Messe. Und mal schauen, vielleicht ja, bleibt es dort. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eines dieser Bilder, und du hast es angesprochen, die einfach all das in sich vereinen, was wir vom Ferdinand Georg Waldmüller in der frühen Zeit uns wünschen. Plus einer Aussicht auch in die Zukunft, denn ein bisschen hat es auch mit, was macht die Impression auf uns, mit uns. Ein bisschen hat es, und der Waldmüller wurde ja in späteren Jahren von den Impressionisten und auch von den Sezessionisten sehr gelobt und geschätzt, weil er natürlich durchaus frühe impressionistische Tendenzen hat. Wie andere in Frankreich der Corot oder in Deutschland der Menzel. Einer der großen, frühen, wichtigen Wirklichkeitsdarsteller. Eine Freude, es zu haben. Naja, auch wenn bei uns, in unserem Fall, dieses Glück des Habens immer nur ein kurzfristiges von kurzer Dauer ist, weil, ja, wir kaufen, um es wieder zu verkaufen. Und das machen wir auch mit Freude und mit Stolz. Und ein bisschen Herz.